Okay, räumen wir unser Inventar mal auf. Tropensetzlinge könnten wir jetzt hier voll machen. Jetzt haben wir hier überall 64. Das gefällt mir, Leute. Gefällt mir sehr. Okay, dann kommt der Rest einfach hier rein. So. Hier sieht es immer so leer aus, Leute. So, und es ist tatsächlich einer der Bäume jetzt noch gewachsen, Leute. Wie geil. Warten wir, bis die anderen Bäume auch noch gewachsen sind, oder? Nein, wir machen ihn gleich weg. Vielleicht blockiert der ja auch wieder andere Bäume. Aber kurz einsammeln. Okay, es ruckelt doch wieder, Leute. Es lag also nicht an der Objektentfernung. Ich hatte anscheinend dann wohl nur ein bisschen Glück gerade. Aber jetzt ruckelt es wieder. Oh, der nächste ist gewachsen. Okay, machen wir jetzt den hier weg. Okay, der ist noch nicht so lange gewachsen. Da wird das ein bisschen schwieriger. Und oben sind wir. Ich glaube, da ist noch einer drin. Ja, da ist noch einer drin. Da ist keiner mehr drin. Super. Gut, der wäre jetzt auch gewachsen, aber der hier wäre jetzt noch eher dran. Ich habe da oben keine Verbindung. Da habe ich eine. So. Vielleicht schraube ich den Server doch nicht weiter hoch. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es echt daran, dass mein PC einfach diese Mengen an Chunks nicht verarbeiten kann, um sie darzustellen. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich noch tiefer mache, Leute, dann ist er wieder auf Standard, so wie er vor 1.18 war. Und ich dachte eigentlich, dass ich ihn höher packen kann, dank der neuen Simulationsdistanz. Aber offenbar war das Problem nie der Server, sondern immer die Clients. Ich finde das toll, jetzt wachsen hier die ganzen Bäume nach und nach. So dass wir sie auch noch wegmachen können. Das hier ist ein sehr kleiner Baum. Für einen Tropenbaum. Hat auch nur einen einzigen Ast. Für jeden, den wir wegmachen, Leute, kommt ein neuer hierher. Hier komme ich nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Da komme ich nicht hoch.
Da komme ich nicht hoch. Da muss ich eckübergreifend versuchen hochzukommen. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Mist, hat nicht funktioniert. Hat wieder nicht funktioniert. Gut. Wir lassen den erstmal noch wachsen. Dann sehen wir mal, ob wir hier gut hochkommen würden. Ja. Ups, das war einmal daneben. Aber schön, dass sie jetzt doch noch wachsen, Leute. Sie sind sich anscheinend wirklich einfach nur gegenseitig im Weg umgegangen. So, ist jetzt ein Rankenweg nach oben möglich? Oh, mal. Ja. Mist. Da bin ich auszusehen am Eck vorbei. Ohne dass ich das wollte. Ach komm. Und jetzt wollte ich am Eck vorbei und habe es nicht geschafft. Wieder nicht. Gibt's doch nicht. Oh, schön. Hat nur nicht viel gebracht. Ich werde das doch wohl um das Eck schaffen. Nö. Ich komme nicht mehr ums Eck rum, Leute. Okay, jetzt hatte ich einen Lag. Gehen wir mal kurz die Sachen ein. Oh, das. Hallo? Ah, okay, jetzt geht's wieder. Ich hatte kurz Standbild, Leute. Also ich glaube nicht, dass das... Also ich glaube, offenbar hat die 1.18.0 doch irgendwo ein Bug, der die Performance betrifft, Leute. Ein Standbild. Das kann definitiv nicht daran liegen, dass ich hier jetzt ein paar mehr Chunks geladen habe. Ich muss einfach sehen, dass ich bis zur nächsten Aufnahme die 1.18 drauf habe. So, das hier, da gibt es einen Weg nach oben. Sehr schön. Jetzt läuft es auch wieder einigermaßen flüssig, Leute. Hätte sich da jetzt irgendwas gelöst? Naja. Mal sehen, was die Patch-Notizen von 1.18.1 so sagen werden.
So, jetzt hängt es wieder ein bisschen, also ruckelt ein bisschen. So, endlich ist ein Weg nach oben geschaffen, Leute. Der eigentlich vorher auch schon da war. Ich hätte nur das vorher schon wegmachen sollen. Gut, dann halt so. Okay. So, die sind auch weg. Da drüben sind noch Bäume, die ich anscheinend irgendwie vergessen habe wegzumachen. Baumstämme, Holzblöcke, so rum. Okay, und da habe ich auch einen übersehen. Jetzt eben. Und die hier vorher bei dem hier. Tja, muss ich nochmal hoch. Eigentlich hätte ich ein Gerüst nach oben bauen können. Egal. Das geht auch schnell. So, und jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Genau. So, 1, 2, 3 wäre noch nicht gewachsen. Aber vielleicht tun sie das noch, während wir die Akazien abholzen. Okay. Dann ran an die Akazien. Ist da noch was? Nein. Ich finde das schön, dass wir die Akazien jetzt wachsen, Leute. Wir hatten mit denen ja so oft Probleme, dass sie nicht wachsen. Und jetzt tun sie es so schön. Super. Ups, das ging einmal daneben. Ich glaube, das waren hier alle. Diesmal sind sie mit sehr viel Laub gewachsen. Mehr als sonst. Jetzt ist da halt echt noch einer. Kommt da nicht dran. Müssen wir so machen.
So, dann hier weiter. Jetzt bin ich so aufgesprungen und meine Nahrungsanzeige ist immer noch nicht weiter runtergesunken. Halt, da ist doch einer. Und noch einer. So, der ist weg. Dann haben wir hier noch einen. Und hier. Jetzt. So, dann hier weiter. Gut, ich glaube, das war alles. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ob hier noch etwas runtergefallen ist. Ich dachte eigentlich vorhin, ich hätte hier was gesehen, aber vielleicht habe ich zu lange gebraucht und es ist verschwunden. Ah, hier ist noch ein Setzling. Naja, drei Bäume wären noch zu fällen eventuell. Aber nur eventuell. So, mal sehen, was wir hier alles kriegen. Naja, gleich haben wir auf jeden Fall wieder ein volles Inventar. Okay, und dann hier noch. Okay, wir haben nirgendwo Baumstämme übersehen. Überall verschwindet das Laub. Sehr schön. Wir haben auch schon mehr Akaziensetzlinge, als wir brauchen. Auch schon mehr Stöcke. Holz hätte ich gerne noch. Das restliche. Wenn es noch irgendwo wäre. Aber ansonsten passt das schon. Okay, ich sehe nirgendwo mehr Holz. Dann sammeln wir jetzt noch ein, was auf dem Boden ist. Und dann fangen wir an, die Bäume wieder zu bepflanzen. Schön. Räumen wir mal auf. Langsam dürften auch wieder Phantome kommen, oder? Okay, voll. Na gut, okay, was brauchen wir? Wir fangen mal hier unten an. Wir brauchen Eichensetzlinge, die sollten reichen. Dafür kommt das hier rein. Wir brauchen Schwarzeichensetzlinge, die werden nicht reichen.
Sind hier sonst noch irgendwo Setzlinge? Ja, Akaziensetzlinge. Hier sind Eichensetzlinge nochmal. 21 reichen auch. Packen wir den vollen Stapel weg. Birkensetzlinge, aber da haben wir hier einen nicht vollen Stapel. Das sind die nochmal Eichensetzlinge. Hier haben wir Fichtensetzlinge. Wir haben ein voller Stapel. Ach, jetzt habe ich eh nur noch Setzlinge. Sehr schön. Und Tropenbäume. Hier Fichten. Tauschen wir das lieber. Okay. Also die Schwarzeichen werden nicht reichen. So, wir können jetzt nochmal kurz nachsehen. Wegen Zeug hier bei den Akazien. Gut.